Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen bei der Hearthstone. Und zwar trainieren wir noch mal ein bisschen weiter den Schurken. Habe ich mir so überlegt. Weil ich will ihn jetzt lernen. Ich finde das Deck echt komisch. Vor allem hat man bei Zeiten unglaublich viele Zauberkarten auf der Hand, die einem nicht so richtig was bringen. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist wahrscheinlich auch immer mal wieder so eine Glückssache. Also, ja, wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen. Bei Hearthstone ist vieles, wenn nicht alles, eine große Glückssache. Aber gerade bei so einem Deck, finde ich, bist du da so ein bisschen angewiesen auf das Glück, wie die Karten kommen. Lass die Jagd beginnen. So, oh, der Netpagel ist da. Hallo. Dolchfächer, auch keine so schlechte Karte für den Anfang. Jetzt den Schreckenskorsar will ich mal weglegen. Obwohl, war das jetzt zu schlau? Ich glaube nicht. Ah, Card Draw. Okay, aber teuer. Sehr, sehr teuer für 4 Mana. Hallo. Ah, schön helles Brett. Ich mag die hellen Bretter so gerne. Ich fände es ja geil, wenn es so Modder gäbe. Wenn es so eine Mod-Community geben würde, die hier so neue Bretter macht. Wie geil wäre das denn? Oder gibt es das und ich weiß da noch nichts davon? Das wäre eine interessante Information. Ich würde den hier gerne loswerden und überlege, diese Karte dafür aufzubrauchen. Netpagel spielen wäre doof, weil der schon fast tot wäre von dieser Karte. Komm, weg damit. Wir brauchen Anschwung. Den kriegen wir nicht, wenn wir den jetzt nicht wegmachen. 3-2 auf dem Board ist übel. Es ist übel. Nach meinem Gefühl ist das eine ganz, ganz üble Verübung. Schön alles schnell kaputt machen. Bevor die Polizei kommt. Schnell, schnell. Okay, fertig. Erster. Nett. Ich hoffe, da ziehen wir zumindest eine Karte mit raus. Und als nächstes spielen wir noch eine Card-Draw-Karte. Oh, shit. Nein! Oh, so ein Glückspiss. Das kann ja wohl angehen. Okay, wir ziehen noch eine Karte. Und leider muss ich das jetzt auch ausgeben. Also was heißt ausgeben? Das kostet nichts. Aber der Zwillingdrache wird dadurch weniger Leben haben, wenn ich ihn spiele. Ist egal. Wir mussten den 4-2er mussten wir auf jeden Fall da weghauen. Das war unglaublich wichtig. Ich hoffe, er kann jetzt nichts Großartiges machen. Sehr gut. Tja, jetzt ein Zwillingdrachen spielen ist ärgerlich, aber mir fehlen hier die Alternativen. Der hat jetzt, naja, 5 Leben ist ja auch nicht nichts, ne? Es ist nicht nichts. Board Control haben wir. Noch ein bisschen wenig Karten. Okay, spielen wir noch was mit einem Leben, bitte. Yes. Die sterben ja eh jetzt. Aber er zieht halt Karten dadurch, das ist nicht cool. Aber wo geht er da? Geht er auf mein Gesicht? Oh! Nee, er macht jetzt wahrscheinlich die Erfinderin kaputt. Ich würde trotzdem den Dolchfächer spielen gleich. Okay. So viel dazu. Scheiße. Aber damit geht er jetzt in mein Gesicht mit dem anderen Hund, oder? Jo. Tja. Ist schon mal besser. Hat schon mal besser funktioniert hier alles. Ich spiele noch den komischen Rädelsführer. Rädel. So ein komisches Wort. Das gibt's doch gar nicht. Rädel. Ihr müsst es ganz oft hintereinander sagen. Rädel. Das ist doch kein Wort. Oh, da hab ich was für dich. Ärgerlich nur, dass der 2 Hyänen raushaut. Aber da hauen wir doch mal das hier drauf. Schwing! Und ignorieren wir die Hyänen? Nein, der könnte sie so hart buffen und das finden wir nicht gut. Der hier überlebt ja sowieso. Bei dem hier finden wir es nicht so schlimm. Und zack. Okay.
Der ist schon mal billiger, aber so machen wir es nicht. Wir könnten nächste Runde die Klinge des Assassinen spielen und sie buffen, dann wird der sowieso umsonst. Oh nein! Der Mehrfachschuss. Okay. Wir spielen auf jeden Fall die Klinge des Assassinen. Das finde ich gut. Zack. Buffen diese. Zack. Und spielen ihn nochmal aus. Und dann ist er schon so kaputt. Eigentlich weiß ich, ob ich rushen sollte eigentlich. Weiter geht's. Ich finde das sehr gefährlich, dass dann hier noch die Heldenkraft zu grün leuchtet, weil dann möchte er immer draufdrücken, weil es gibt ja Helden, da drückt man immer auf die Heldenkraft, wenn man noch Mana übrig hat. Und das wäre jetzt sehr, sehr ungünstig. Weil dann würden wir die 5-3er-Waffe hier verlieren. Ach du Scheiße. Ich finde diese Karte viel zu OP. Die hat 5 Angriff. Und wenn der Held damit angreift, ist er immun. So ein Bullshit, ey. Meine Fresse. Na, gehst du auch in mein Gesicht? Ach, shit. Die in Kombination sind... Oh, shit. Ist das uncool. 7. Und ich kann ihn noch nicht mal angreifen jetzt hier mit damit, ne? Nee. Es ist uncool. Okay, das wäre jetzt geil. Leider hat der jetzt 7-7. Boah, ey. Ja, ich überlege noch. Was bringen tut das nicht? Was bringen tut das nicht? Wir müssen den jetzt spielen. So, gehen wir jetzt in sein Gesicht. Hat er noch 13 Leben. Typen wir den aber nicht. Macht er 11 plus 5 sind 16. Das ist zu viel. Das heißt, wir müssen jetzt den hier töten. Na klar, den Schaden kriegen wir trotzdem, ne? Aber dann hätte er halt noch überlebt. Das ist alles jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Er macht 12 Schaden. Ich habe 18 Leben. Und er könnte noch immer irgendwie so ein Leroy Jenkins spielen. Oh oh. Leroy? Hat er Leroy? Hat er Leroy? Nein! Er macht so und dann hat er noch 2 Mana für seine scheiß Heldenkraft. Kacke! Ah! Oder so. Gut gespielt. Er hatte jetzt 3 Möglichkeiten. Er hatte jetzt noch 3 Möglichkeiten, mich zu finishen. Das ist unglaublich. Ich habe wahrscheinlich aber auch unglaublich viel falsch gemacht. Guck mal, die ist erst Level 13, die Schurken. Das ist ja krass. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen nochmal ein Ding gewinnen. Sehr, 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 sehr wichtig. Für mein Ego und für meinen Tagebucheintrag. Liebes Tagebuch. Heute haben wir schon wieder den Schurken trainiert. Leider habe ich immer verloren. Was? Warum das denn? So hört sich mein Tagebuch an. Oh nein! Fucking Mirror Match. Ich hasse es. Oh, das ist das erste Mal in diesem Trainingslager, dass wir hier die Blutsegelräuberin auf die Hand kriegen. Dann würde ich jetzt mal die Waffe behalten, ihn auch behalten und das können wir ja auch behalten, obwohl... Ja. Es ist sehr, sehr ungewohnt für mich, mit so wenig Dienern zu spielen. Zumindest bilde ich mir ein, dass ich so wenig Diener habe. Und das ist uncool. So, das ist ein Kampfschrei, dass sie den Angriff von der Waffe erhält. Das heißt, ich kann jetzt nicht erst sie spielen oder irgendwann die Waffe dazu. Das bringt dann nichts. Wir haben 2-mal den Schreckenscorsair. Wir werden erstmal, würde ich sagen, nichts machen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wenn wir diese Waffe auf der Hand haben, dann hat die 4-3, was jetzt nicht so toll ist. Komm, wir machen das jetzt mal so. Ein Schaden da drauf. Ach, mal 2 Schaden, ne? Noch 2 Schaden, weil die Münze als Kombo-Karte gilt. Naja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Und was wollte ich noch machen? Wollte ich jetzt damit angreifen, ist die Frage. Ja, wir rushen. Wir rushen! Und wir haben ja noch 3 Millionen andere Waffen. Ist jetzt nur die Frage, was wir jetzt machen mit. Mit dieser Waffe spielen wir jetzt gleich sie, um eine 4-3erin zu haben. Oder spielen wir ihn, um günstigen Sport zu haben?
bin mir noch unsicher. Ich würde sagen, wir spielen sie. Schwing! Hätte ich jetzt bloß noch ein Mana, du. Das wäre geil gewesen. So, und wir rushen. Wir rushen, hoffen, dass er sie, dass er die 4-3erin jetzt nicht weghauen kann. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Nein. Oh, nein. Ich hasse Schurken. Okay, das hätte ich jetzt mit der Waffe gemacht. Obwohl, bei 4 Schaden, es ist eigentlich schon richtig, ne? Es ist, eigentlich ist es richtig. So, oh, ein Mana mehr, du. Ein Mana mehr. Und der Ding, das Ding hier wäre Geschichte. Spielen wir den Acolyte of Pain. Daraus ziehen wir nur eine Karte. Es ist alles nicht so gut gelaufen. Wie ich mir das vorgestellt habe. 3-3er Sport. Macht das Sinn? Für 4 Mana, obwohl er umsonst sein könnte. Aber so darf man nicht denken, Leute. So darf man nicht denken. Darf man nicht. Ich hoffe, er muss den da jetzt reinhauen. Und kann sonst nicht so viel machen. Ja. Zweimal Meucheln hat er jetzt ausgespielt. Verursacht einen Schaden, zieht eine Karte. Ja, es ist sehr, sehr. Es läuft für ihn halt viel besser gerade als für mich, ne? Viel besser. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir da in der Waffe weggeil. Ja, wir können zwar diese beiden hier spielen, aber toll, da haben wir 2 Karten ausgegeben. Hier haben wir 2 Schaden verpuffen lassen dabei. Das ist doch nicht wahr. Wenn wir die hier spielen, dann hat er noch 2 Leben, aber dann macht die ja 4 Schaden. Es ist alles nicht so cool. Ich kann halt den Schurken nicht so gut spielen. Das ist etwas, was ich nicht so gut kann. Lass mich doch mal bitte überlegen kurz. Komm, wir spielen jetzt den hier. Meine Hoffnung ist, mein Plan ist der, dass er den jetzt zwar tötet, wir ziehen aber davon eine Karte. Er hat dann ein Leben weniger, hat nur noch 2 Leben. Dann können wir entweder, wenn er noch mehr Diener spielt, das hier kombinieren mit irgendwas. Also allen einen Schaden zufügen, dann hat er noch genau einen. Ach, scheiße, nein. Jetzt macht er dem selber Schaden. Und zieht damit 2 Karten. Oh Gott. 2 Karten, weil halt seine türkische Klinge eine Karte zieht, wenn sie Schaden macht. Und er, ja, wenn er Schaden nimmt. Jetzt haben wir hier. Das ist auch so uncool, weil jetzt muss ich ihn 2-mal verletzen, damit er stirbt. Da gibt's durchaus Möglichkeiten, aber das möchte ich ja jetzt nicht. Das möchte ich ja jetzt vermeiden. Ich könnte sonst einfach das hier spielen. Und wahlweise nochmal das hier spielen. Oder halt das hier spielen und dann damit einen killen. Oh, fuck. Aber ich krieg's nicht anders hin. Ich kriege es nicht anders hin. Ich muss das jetzt so machen. Ich könnte noch hier den Hannes spielen. Da kommt er ja nun aber locker durch. Aber dann wäre es halt... Würde er halt nicht nochmal 2-mal hier Karten ziehen, ne? Und das ist auch besser so. Ich will vermeiden, dass er zu viele Karten zieht. Sowas? Okay. So, und jetzt hoffe ich so sehr, dass er keine tollen Karten hat, mit denen er an diesem Spot vorbeikommt.
Und dass ich es irgendwie vermeiden kann, dass dein Acolyte of Pain zweimal Karten zieht noch. Ja, ist schon mal uncool. Macht er das gleiche jetzt nochmal? Ich hoffe nicht. Ah, wie uncool. Ach, wie uncool. Oh, wie uncool. Aber wenigstens zieht der Acolyte of Pain nur noch einmal eine Karte. Das war doch schon mal. Das ist doch schon mal etwas. Okay. Okay. Ich muss unbedingt diesen Agenten mal loswerden da. Dafür brauche ich mal bessere Karten. Das ist nicht cool, was da gerade passiert ist. Ich will ihn jetzt. Ich muss ihn jetzt so töten. Ich komme nicht anders. Ich komme da nicht anders drum rum. Und der muss jetzt auch endlich mal sterben. Findet ihr nicht auch? Schwing. Und dann spielen wir nochmal hier den Spot aus. Ich weiß, es ist eigentlich viel zu teuer, aber ich kann ja sonst eh nichts anderes machen. Was für ein spannendes Deck, lieber Trump. Ich muss mir, glaube ich, mal Videos angucken, wie er genau dieses Deck spielt. Und dann wird alles besser. Natürlich. Natürlich. Warum hat er das jetzt gemacht? Damit er die drei Schaden nicht frisst? Pff. Die hätte er jetzt auch locker fressen können. Okay. Er rusht mich down. He rushes me down. Edwin, was ist das denn? Edwin Verkleef? Was ist das denn? Was ist das denn? Er hält für jede in diesem Zug bereits gespielte Karte plus 2 plus 2. Wollt ihr mich verarschen? What? Ist das eine schurkenspezifische Legendary? Die habe ich ja noch nie gesehen. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die brauche ich ganz dringend. Die brauche ich richtig dringend. Und ich kann schon wieder nichts machen hier. Das ist unglaublich. Ah. Gut gespielt. Hat er jetzt. Macht er mich jetzt weg? Oder war das gut gespielt fürs Attentat? Ich hoffe, letzteres. Ach, Leroy. Er wollte mir nur sagen, dass ich jetzt tot bin. Ich hasse dich. Weil er ihn jetzt nochmal spielen kann. Okay, Leroy gemeinsam mit dem Schattenschritt ist natürlich für einen Schurken eine ganz schön horde Kombination, ne? Alles so Sachen, die man sich überlegen könnte. Allerdings habe ich ja eh keinen Leroy. Insofern brauche ich da auch nicht drüber nachdenken. Man könnte aber auch, warte mal, Leroy, was kostet der denn mana-mäßig? Was kostet der denn? Weil der Schattenschritt macht die Karte ja auch nochmal billiger für den nächsten Zug. Überall Herstellmodus. Legen. Wie? Achso. Legendär. Was ist denn? Wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt hier legendär reinschreiben? Alter. Sowas regt mich auf. Wir suchen nach Leroy. Wo ist Leroy? Was kostet Leroy? Leroy kostet 4 Mana. Das heißt, wenn man den ausspielt für 4 plus dann noch einen... Ah, das geht. Das geht. Leroy Jenkins ausspielen. Angreifen. Für 6. Dann spielt man... Wo ist er? Legendär weg, bitte. Dann spielt man... Wie heißt der Piss? Den jungen Braumeister. Für 2, dann ist man bei... da ist man bei 6. Holt ihn wieder rein und dann kann man nochmal für 4 den Leroy spielen. Und nochmal angreifen. Das ist also auch im Bereich des Möglichen. Das könnte ich mir auch nochmal überlegen. Ja, schauen wir mal. Wir gucken uns das mal an. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von dem ganzen Zeug. Vielleicht mache ich die nächste Folge nicht mehr hier im Anschluss, sondern lese mir erst die Kommentare durch. Das ist je nach Zeit und Laune wird es passieren. Und da könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ich den Schurken weiter so spielen soll oder ob ich lieber den Schurken so ein bisschen anpassen soll, wie ich denke, dass es sinnvoller wäre.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.